Hey Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in dieser Videoreihe erfährst du, wie du deinen Anycopher BCI 3 Mega von dieser Lautstärke auf diese Lautstärke reduziert bekommst. Im ersten Teil werden wir die vorinstallierten Treiber gegen viel leisere TMC2208 Treiber tauschen, einen neuen Lüfterkanal und einen leiseren Lüfter einbauen, um die Treiber besser zu kühlen und den 3D-Drucker leiser zu bekommen. Im zweiten Teil werden wir die gesamte Netzteilabdeckung und den Netzteillüfter tauschen. Im dritten und letzten Teil werden wir noch den Lüfter des Hodens tauschen. Lass uns loslegen. Dies ist der zweite Teil der Videoreihe. Also werden wir die gesamte Netzteilabdeckung und den Netzteillüfter tauschen. Besser ist es auch, wenn du einen Adapter hast, um das Plus und Minus des Lüfters an ein anderes Kabel anzulöten. Ein solches Kabel ist zum Beispiel beim Lüfter des Lüfterkanals enthalten, den wir im ersten Teil für die Treiber verwendet haben. Für dieses Video benötigst du einen Lüfter mit den Maßen 92x92x14 mm. Ich habe mich für den Noctua NFA9X14 PWM mit 12 Volt entschieden, weil dieser meiner Meinung nach einer der leisesten Lüfter ist. Allerdings sind sie auch sehr teuer. Aus dem Karton benötigst du nun den Lüfter und die Montagegummis. Zuerst druckst du mit deinem 3D-Drucker die neue Netzteilabdeckung aus. Wenn du das Modell in deiner Slicking-Software nicht slicken kannst, musst du den Abstand und die Dicke des Skirts ändern, denn das Modell passt auf den Anycopher BCI 3 Mega. Um den Abstand und die Breite des Skirts zu ändern, gehst du bei Druckplattenhaftung zu den Einstellungen und setzt bei Anzahl der Schirtlinien und bei Schirtabstand einen Haken. Danach stellst du die beiden Werte so lange um, dass du das 3D-Modell slicken kannst. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Herunterladen des 3D-Modells. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du mir ein Preisangebot machen, was du bereit bist, für das 3D-Modell zu zahlen. Natürlich kannst du es auch kostenlos herunterladen und mich kostenlos mit einem Abo und einem Like unterstützen. Nun ziehst du den Netzteilstecker aus deinem 3D-Drucker heraus und löst die folgenden vier Schrauben auf der Oberseite des 3D-Druckers. Danach drehst du deinen 3D-Drucker um und öffnest die Abdeckung, indem du alle 10 Schrauben demontierst. Der nächste Schritt besteht darin, dass die vier Schrauben, die du am Anfang gelöst hast, vollständig zu demontieren. Das Netzteil solltest du dabei festhalten. Anschließend nimmst du das Netzteil so heraus, wie ich es dir hier vormache. Demontierst du die folgenden zwei Schrauben. Öffnest die Netzteilabdeckung und löst den Stecker des Lüfters. Dies kann etwas Zeit und Geduld in Anspruch nehmen, da der Stecker verklebt ist. Du solltest hier auch sehr vorsichtig sein, da du den Stecker nicht kaputt machen solltest, da du ihn später wieder brauchen wirst. Jetzt bereitest du die 3D-gedruckte Netzteilabdeckung für den Einbau in den 3D-Drucker ein, indem du die Befestigungsgummis vorsichtig in die vier dafür vorgesehenen Löcher steckst. Danach steckst du den Lüfter auf die Befestigungsgummis und ziehst die Befestigungsgummis nach oben, damit der Lüfter gut hält. Als nächstes musst du den Lüfter an das Netzteil anschließen.
Dazu schneidest du vom alten Lüfter ein Teil des Kabels ab und verlötest diesen dann mit dem Kabel des neuen Lüfters. Nach dem Anschrauben der zwei Befestigungsschrauben am Netzteil ist das Netzteil bereit zum Einbau in den 3D-Drucker. Der Einbau ist ein bisschen fummelig, da alles eher knapp bemessen ist. Am besten ist es, wenn du es so machst, wie ich. Ich versuche nämlich, das Netzteil schon beim Hochschieben möglichst weit nach links zu drücken. Wenn du es geschafft hast, dass das Netzteil an der richtigen Position ist, musst du es mit den vier Schrauben, die du am Anfang an der Oberseite gelöst hast, wieder festschrauben. Der letzte Schritt besteht darin, die Abdeckung wieder zu schließen. Im ersten Teil werden wir die vorinstallierten Treiber gegen TMC2208 Treiber getauscht, einen neuen Lüfter und einen Lüfterkanal eingebaut. Im dritten und letzten Teil werden wir noch den Lüfter des Hodens tauschen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du Fragen oder Ideen hast.